Okay, dann meine Lieben, da bin ich wieder falsch. Willkommen zurück zu Let's Play Asterix Aeneas. Wir waren das erste Mal in Akt 4.1 Rom stehen geblieben. Ich würde mal sagen, verkloppen wir mal diesen Römer hier. So. Und wir kloppen beide Kästen und ich denke, hier sollte ich drauf springen und irgendwie. Oh, sowas Unlogisches. Verstehe ich immer noch nicht, warum im alten Rum schwebende Plattformen sind. Das wird mir auch keiner erklären können. Die Römer waren wohl so schlau und haben schon damals in der Luft schwebende Plattform gehabt oder was. Ja, und du wirst unterdessen immer so mit deinen scheiß Teilen rum. Mit deinen scheiß Sperren. Dich lassen wir erstmal in Ruhe. Oh Gott, wieder so ein Adler, so ein komischer. Irgendwie laufen hier so Gegner rum wie in teilweise wie im Mava, so verrückte, das ist irgendwie nicht mehr mitzumachen. Ah, ich war schon wieder in die scheiß Stacheln rein, verdammt, bin ich tot. Ich bin tot. Lustig. Und eigentlich wollte ich ja jetzt nicht mehr im Selbsttest arbeiten. Okay, wo ich speichere, das letzte Mal, dass ich jetzt mit Selbsttest arbeite, verdammt. Ich brauche Leben, verdammt, ich brauche Leben. Da bin ich was in den Römer reingerannt. Stirb, stirb, verdammt, stirb. Du sollst sterben. Geht doch. Geh sterben. Geht alle sterben. Ihr sollt alle sterben gehen. Ihr seid nervig. Ach, da trifft man diese scheiß Ding nicht. Das gibt's doch nicht. Ja, und gleich bin ich schon wieder tot. Super. Also, so gesehen hat man eigentlich 5 Energiepunkte. Oh, ich habe Energie dazu bekommen. Ah, was habe ich jetzt? Mann, da drückt man aus Versehen mal R1, das gibt's doch nicht. Hallo? Na gut. Egal jetzt. Und hupsa. Oh, na toll. Wieder ein Equip. Da bin ich ja gleich auf dem Stand wie gerade eben. Oh, das habe ich auch so eine Idee. Ich wollte eigentlich gar nicht wegmachen, die Fliege. Egal. Auch gut. Sparen wir uns wieder Arbeit und. Habe ich jetzt Energie dazu bekommen oder nicht? Nee, das war Stern. Irgendein Ding war doch Energie hier, oder? Ich weiß es nicht mehr. Fragt mich nicht. Ich habe das inzwischen wieder vergessen. Na, Bronchen, du geh doch. So. Und die Fliege oder Biene oder was auch immer du bist. Ach, verdammt. Habe ich Energiebalken dazu bekommen und haben schon wieder verloren. Ja, es kommt ja so ein komisches Teil und ich bin tot. Super. Jetzt kann ich das ganze Scheiß-Level nochmal von vorne machen. Na toll. Das ist doch sowas von Scheiße, es gibt hier keinen Checkpoint. Wisst ihr, wie blöd das ist? Also, ich arbeite doch mit Save-State, das könnt ihr vergessen. In dem Spiel ohne Save-State, das ist Selbstmord nach einer Zeit, wenn man immer zu verreckt. Ja, super. Ja, super. Ja, super. Ja, super. Mann, ich will da hoch. Geht doch. Och, Mann, wieso ist nicht immer von dem Vieh erwischt? Das gibt's doch nicht. Das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht normal hier. Mann, 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 Mann. Junge, ich will nicht von dem Vieh erwischt werden. Kapierst du es nicht? Dummer Geiler, du kannst ja gar nichts. Also wie gesagt, ich arbeite jetzt. Ich arbeite mit Selbstdate. Och, verdammt. Nicht unbedingt erwischt werden. Nicht gut. Nicht gut. Verdammt. Da versucht man beiden auszuweichen und wird von beiden getroffen. Das ist doch sowas von eklig. Egal, ich springe dich einfach im wahrsten Sinn des Wortes. Ich bin schon wieder tot. Super. Nee. Mann. Verdammt. Soll das gehen? Wo kann ich mich da ducken? Ja, gut. So. Safe State. Sicherheitsstein, Speicherstein, verdammt. Na, geht doch. Ihr sollt alle nur sterben. Ihr seid so nervig. Allesamt. So. Und ich mit dir und... Ah, ich wieder hoch. Aufs Dach. Verdammt. Na geht doch. Also nehme ich ein Energieding drinne. Das ist gut. Das macht mir Freude.
Mann, das. Da puffst du mal, aber nicht richtig. Egal. Puffen, genau, das war's. Zweideutig. Damals gab es ja noch keine Zigaretten oder. Ach Mann. Da gab es noch keine Zigaretten oder. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und. Verdammt, dann muss ich dich doch vorher eliminieren oder was? Verdammt. Oh, ich hab ihn getroffen, aber self-stated so. Irgendwie war der jetzt egal. So, ich war zu faul hier. Oh ne, nicht wieder das, verdammt. Das nervt. Ganz eindeutig, das nervt, diese Levels. Na gut, wenn ich Glück habe, ist das hier der letzte Act. Von daher. Junge. So, geht doch. Das denken wir wegen uns essen, hier rüberhüpfen. Zerstören. Nein, verdammt. Ich könnte ja auch stehen, ich fällt mir auf. Ah, da ist ein Bonusraum. Sehr gut. Gut, wir haben hier mal Bonusräume und Leben massenweise. Gut. Und ich komme aber da jetzt nicht mehr hin. Na toll. Da kann mir der Bonusraum auch gerne gestohlen werden, wenn ich nicht mal an das Ding komme. Ich wollte eigentlich ich durch mich. Geht auch nicht, verdammt. Ich muss irgendwie. Toll. Muss ich mich verletzen lassen, egal. Das ist ein Energieteil und ich falle runter. Super. Weil ich zu blöd. Mist. Zu blöd bin, auf den Teil hier zu landen. Na geht doch. Ich hasse diese Feuerteile. Mann, die sind sowas von eklig. Ganz ehrlich. Oh, verdammt. Ach, da verliere ich halt mein Leben. Dann, Energiebalken. Oder was auch immer das darstellen soll. Egal. Ah, nicht schon wieder so ein blöder Römer. Paff, weg. Bams, weg. Alles weg von meiner Distanz. Oh, super. Nein, den sehe ich jetzt noch nicht, den Schlüssel. Ich hoffe, dass ich dann nochmal rankomme an die Teile. Dürfte schwierig werden. Oder? Na, geht. Gut. Das muss aber auch beeilen, glaube ich. So. Oder auch nicht. Na gut, wir werden auf das Ding wieder gewartet. Das ist sehr gut. Hüppa. Verdammt. Soll das gehen? Darüber zu hüpfen. Und dann muss ich dann darunter. Ach, egal. Da muss ich rennen. Egal jetzt. Ich habe das Level sowieso geschafft. Von daher Akt 4-2 beendet. So. Weiter geht's mit Akt 4-3 logischerweise. Oh, wir haben sogar einen Energiefeder bekommen. Oh ja, und wieder diese komischen Blätter. Die nerven. Die nerven extrem. Vor allem die Römer nerven. Immer mit ihren Speeren, die sie werfen müssen. Verdammt. Junge. Ich muss schneller sein. Verdammt, ich will nicht von dem Blatt und auch nicht von Römer getroffen werden. Na geht doch. Brav. Asterix kann doch was. Oder ich, besser gesagt. Na. Ach, verdammt. Nein. Warte ich halt, bis das Ding wieder drin ist. Also beschleunigen hier die Sache. Gut. So, nicht schon wieder so einer. Nein. Du wartest jetzt. Brav. Ach, das gibt's doch nicht. Muss ich das auch noch rennen oder was? Ja, muss ich. Na gut. Dich überspringen wir einfach mal ungekonnt. Wie machen wir das jetzt? Ach. Jetzt kennen wir halt einen Energiefederkeil oder was auch immer, wie man das nennen will. Egal. Ja, und das ist wieder Bonusraum. Massenweise Bonusraum hat das Spiel. Ich will nicht 10, wie viel ich jetzt schon aufgesucht habe. Na gut, dafür bringt das hoffentlich auch was, wenn ich die Sachen hier einsammle. Außer Punkte.
Na, extra Leben oder so ein Kram. Ich weiß es nicht. Ist immer relativ schnuppe. Schnuppe ist mir nicht, dass ich schon wieder bald am Verrecken bin. Wegen dem scheiß Römer. Na gut, das habe ich wenigstens wieder Energiekeile. Von daher kann ich einfach es durchwaschen. Was aber nur 5 Sekunden anhält, was irgendwie nicht sehr viel bringt. Deswegen frage ich mich, warum die das eingebaut haben. Verdammt. Mann. Nein. Verdammt. Das ist ein Leben, aber das will ich nicht, weil ich dann runterfalle. Na super. Wie löse ich das jetzt? Den Typen mehr springen oder was? Na toll, das kriegt er bekommen. Na, toll. Na, werft deinen Speer. Mann, ich will Typen überspringen. Na, geht doch. Man muss nur genügend Anlauf nehmen. Und dann auch auf dem Teil hier landen. Das geht doch. Ah, das ist ja schon der nächste Speerwerfer-Typ. Der nächste Speerwerfer. Junge. Ich muss den doch jetzt irgendwie ausweichen können. Das geht doch. Ducken. So. Na, werf schon. Nein. Na. Ich muss den doch erwischen können, bevor der... Na, geht doch. Nein. Mann, die... Nerven die Typen mit den Speeren. Ja, ja, so. Ja, klar, der kann ja auch, wo er da steht, noch werfen. Ja, alles klar. Na toll. Jetzt bombardiert er mich die ganze Zeit mit Speeren. Das ist nicht schön. Egal, wir haben den Akt beendet. So. Und wir kommen jetzt zum letzten Boss des Spiels, oder was? Heilige Scheiße. Das ist nicht gut. Ah, das ist nicht gut. Ach verdammt, wie soll ich den jetzt schaffen? Mit einem Energiekeil. Das geht doch nicht. Okay, dann machen wir es einfach so. Warten, bis er gepiekst hat. So, paff. Und was werft er da eigentlich? Egal. Ah, nein, nicht gut. Na. So. Wie viel Mal musst du eigentlich getroffen werden, Kerl, hä? Mann, wieso trifft der mal zu? Oh, meine Taste funktioniert mal wieder nicht. Zum Speichern. Mann. Sobald man den geschlagen hat, sollte man zurückgehen. Also merkt euch das. Soll das ein Gladiator darstellen, oder was? So. Nein, du... Triss mich jetzt nicht. Verdammt. Nein. Triss mich nicht in deinen Dreizack oder was das darstellen soll. Oh, Freundchen. Da komm auf mich zu, verdammt. Geht doch. Nein. Du sollst mich dann nicht treffen. Na, geht doch. Und Päff. Päff. Na toll. Super. Also die beste Strategie hier wäre wohl zu warten, bis er kommt und dann, na gut, der trifft mich sowieso nicht mit den Teilen und Wurfstern oder was das darstellen soll. Von hier aus und daher ziemlich leichter Boss, wenn ich nicht immer zu... Sag mal, wie viel HP hat er? Ja, toll, jetzt wird er in das gefährlich, wenn er da mit dem Wurfstern wirft. Ah, ich habe ihn besiegt. Ah, ist das geil, ist das geil. Endlich. Komm, Digga. Bravo, du hast das Abenteuer bestanden. Okay. Programmierung Isidro Gilbert. Grafiken Ruben Gomos und Alberto Gonzalez. Sound Alberto Gonzalez. Also, das sind die Credits des Spiels. Oh Gott, ist das schön. Direction Stephen... Bordeaux, oder wie ausgesprochen wird. Design Ruben Gomez und Jacques Ponset oder so ähnlich. Ja, okay, das müssen wir uns das eigentlich nicht ansehen. Spulen wir ein bisschen vor. Bla 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 bla. Na gut.